So viel Vorschusslob, bevor ich mit meiner Rede beginne, das hört mich schon. Also danke dafür. Sie brauchen nur aufstehen, da kommen schon schräge Kommentare. Also so Auszeichnung. Auszeichnung, wenn es anders wäre. Da müsst ihr wirklich überlegen, also, was ich falsch mache. Sehr geehrter Herr Präsident, Minister, Herr Staatssekretär, werte Zuseher, Zuhörer, auch draußen vor den Bildschirmen. Ich darf zuerst einmal nach dieser großartigen Rede von Generalsekretär Christian Hafenecker seinen Antrag einbringen, den er mangels Zeit nicht eingebracht hat, Herr Präsident. Entschließungsantrag des Abgeordneten Christian Hafenecker und weiterer Abgeordneter betreffend Abschaffung der CO2-Steuer. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen sowie die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit der die CO2-Abgabe abgeschafft wird. Ich denke, ein ganz wichtiger Antrag. Nun zu meiner Thematik, zum Transitverkehr in Tirol. Die Frau Minister ist ja fleißig am Handy, aber vielleicht findet sie eine Minute zum Zuhören. Das hat die transitgeplagte Bevölkerung heute interessanterweise aus der Tiroler Tageszeitung erfahren müssen, dass mit 1. Dezember die Gratismaut für die Wipptaler und für die Stubaitaler, das ist also jene Bevölkerung, die tatsächlich am meisten vom Transit in Tirol belastet wird, die Gratismaut vorbei ist. Es geht da nicht um die 11 Euro, die Sie also zukünftig zahlen müssen, Frau Minister. Es geht um die politische Botschaft. Es geht um Signal. Die Europäische Union hat das durchgesetzt, weil es mit der EU-Richtlinie scheinbar nicht vereinbar ist. Und da stellt sich die Tiroler Bevölkerung natürlich zu Recht die Frage, wenn es um die Gesundheit, um die Belastung der transitgeplagten Tiroler Bevölkerung geht, da schaut die Europäische Union nicht auf die Tiroler Bevölkerung, sondern sie ist auf der anderen Seite und sagt, das widerspricht dem Gemeinschaftsrecht, tut's einmal zahlen, tut's einmal brennen, neben der Belastung, die Sie sowieso mitzunehmen habt. Das ist das eine. Es ist einfach schockierend, wie da die Europäische Union die Verkehrspolitik so über die Tiroler Bevölkerung drüber fährt. Aber das kennt die Tiroler Bevölkerung bedauerlicherweise schon lange. Und wissen Sie, Frau Minister, sie hat ja auch zwischenzeitlich das Vertrauen vielfach in die Verkehrspolitik verloren. Nehmen wir mal das Stichwort Brenner Basistunnel her. Ich kenne ja die Entwicklung des Brenner Basistunnels fast historisch, habe ich das begleitet, auch als Mandatar im Tiroler Landtag. Die Machbarkeitsstudie für den Brenner Basistunnel geht auf das Jahr 1989 zurück. Dann hat man die Bevölkerung seit dem Jahr 1989, hat man der Bevölkerung eine Verkehrsentlastung versprochen. Nur die Eröffnung des Tunnels, das hat sich immer weiter nach hinten verschoben, von 24, 26, 28. Jetzt einmal scheinbar soll jetzt der Basistunnel 2032 noch insgesamt 43 Jahren eröffnet werden. Die Baukosten sind ja zwischenzeitlich explodiert. Irgendwann einmal haben wir von 4,5 Milliarden Euro gesprochen. Kann also die Stufen nicht nachvollziehen. Jetzt liegen wir bei 10,5 Milliarden Euro. Bin schon gespannt, was herauskommt. Nur, was möchte ich damit sagen, Frau Minister? Ich möchte damit sagen, dass es 43 Jahre dauert von der Machbarkeitsstudie bis zur Eröffnung des Brenner Basistunnels, dass hoffentlich dann eine Entlastung stattfindet. Was uns allerdings die Europäische Union nach wie vor schuldig ist, ist die Verlagerungsgarantie. Ja? Und jetzt zur Luegbrücke. Ich bringe da heute den Antrag ein, weil die Wipptaler Bevölkerung sich immer für den Tunnel eingesetzt hat. Und jetzt haben wir gesehen, dass von Projektbeginn bis Eröffnung eines Projektes Jahre, Jahrzehnte vergehen. Wieso ist es nicht möglich zu sagen, jetzt machen wir die Sanierung der Luegbrücke, weil sie dringend notwendig ist, und beginnen die Planung für den Luegtunnel, weil es ja eh Jahrzehnte dauert. Und ich darf den Antrag einbringen, der Nationalrat wolle, also Antrag der Abgeordnete Magister Gerald Haus und weiterer Mandatare betreffend Sanierung der Luegbrücke und Start des Projektes Tunnel Lueg.
Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister, die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität werden aufgefordert, das Projekt Tunnel-Lueck unverzüglich in die Wege zu leiten, weil es eh lang dauert. Und damit geben wir der Bevölkerung eine positive Hoffnung, dass ihr Wunschprojekt, nämlich der Tunnel, tatsächlich irgendwann realisiert wird.